Moin, mein Name ist Alvo, ich bin im Wald unterwegs und heute gibt es eine weitere Folge der Outdoor Basics, ja, Tipps und Tricks für uns Outdoorer. Es soll um ein delikates Thema gehen und zwar die Notdurft oder beziehungsweise beim Namen genannt das Scheißen im Wald. Viel Spaß dabei. Tja, der ein oder andere wird sich jetzt, wo er auf dieses Video geklickt hat und mir zugehört hat, fragen, warum braucht man dafür ein Video? Wenn man öfter mal Wanderwege geht, so wie ich, dann sieht man immer wieder Dinge, die ja so nicht sein sollten. Gerade auf dem Westweg an Touristenpunkten ist mir es auch gefallen, da ist verschissenes Klopapier hin und her geflogen teilweise, die Leute sind nur 2 Meter reingegangen und so weiter und so fort. Also da gibt es wohl tatsächlich schon Bedarf, wie man denn eigentlich vernünftig im Wald sein Geschäft erledigt. Deshalb fangen wir mit dem optimalen Fall an. Wie macht man das? Oh, man merkt auf dem Weg, ich müsste jetzt mal auf Toilette. Es ist aber keine Feste in der Nähe. Also, was macht man? Man geht natürlich ein bisschen weiter vom Weg weg. Ja? Also nicht so, wie ich das manchmal sehe, dass die Leute nur hinter die nächste Baumkuppel 3 Meter gehen und dann da hinscheißen. Nein, wir suchen uns natürlich einen Platz, der ein bisschen weiter weg ist. Ja? Wir gehen mindestens 50, eher 150 Meter in den Wald rein. Das ist nicht nur für uns angenehmer, weil uns keiner dabei zugucken kann. Nein, das ist auch an sich angenehmer, weil Gerüche trotzdem auftreten können und wir die anderen Gäste ja auch nicht belästigen wollen mit unserem Anblick. Danach, wenn wir die Entfernung zurückgelegt haben, die wir für angemessen halten, dann sollten wir uns einen vernünftigen Platz dafür suchen. Ja, Sträucher sind übrigens kein guter Platz, um sich dorthin zu hocken. Ja, das heißt einfach normale Fläche, die wir dann ein bisschen frei machen. Was sollte man dann ungefähr machen? Man sollte vielleicht eine kleine Grube ausheben, ein kleines Loch finden, das man zuschütten kann oder irgendwas in der Richtung. Ich mache es tatsächlich einfach so, in normalen Wäldern ist das ja mit dem Boden kein so großes Problem, dass ich mit meinem Wanderschuh eine Kuhle in den Boden so ein bisschen reintrete, ja, nach links und rechts entfernen und dann einfach ein kleines Loch reintreten in den Boden. Danach hocken wir uns hin. Den ganzen Ablauf muss ich euch nicht erklären. Das könnt ihr, glaube ich, selber hat man euch nach dem Kindergarten auf jeden Fall beigebracht, soweit ich weiß. Und wenn wir das Ganze dann fertig gemacht haben, und dann kommen wir zum nächsten kritischen Punkt. Wie entfernen wir das, mit dem wir uns gerade abgewischt haben? Tut mir einen Gefallen, benutzt keine Feuchttücher im Wald, also vergrabt die auch nicht, weil die brauchen Ewigkeiten, bis die abgebaut worden sind, also mehrere Dutzend Jahre, wenn nicht gar sogar länger. Jetzt wird sich natürlich der ein oder andere fragen, warum wir das denn vergraben sollen. Das liegt mehr an den anderen Gästen, den anderen Menschen als an der Natur selber, weil natürlich scheißt auch ein Reh ganz normal im Wald, das ist halt so, aber wir Menschen, wenn wir irgendwo ja vermehrt auftreten, da ist ein Wanderweg etc. etc., dann ist das durchaus unangenehm für den Nachkommenden, wenn er da reintritt oder er das riecht. Ganz doll dabei zu erwähnen ist dann natürlich, dass Klopapier sich gar nicht so schnell abbaut, also normales Klopapier, jetzt nicht dieses Feuchttoilettenklopapier, dass sich das gar nicht so schnell abbaut, wie man gerne mal denkt. Auch das braucht ein paar Jahre, um komplett abgebaut zu werden. Das ist einfach so tatsächlich. Selbst wenn es Recycling-Klopapier ist, dauert das länger, als man denkt. Und es ist einfach nicht schön, wenn das dann mitten da im Wald liegt und vom Wind sonst wohin teilweise weitergetragen wird, aber es ist auch einfach kein schöner Anblick. Das heißt, am besten alles zusammen in die kleine Kuhle, die wir uns vorher gemacht haben, rein und dann zuschütten, halt mit ganz normal Laub und die Erde, die vorher aufgehäuft worden ist, während man die Kuhle gegraben hat. Also das ist ganz einfach. Tja, und so leicht ist das ganze Thema auch schon mit der Erleichterung im Wald. Da gibt es sonst nicht viel zu beachten. Im Endeffekt, denkt euch, wie ihr irgendwo ankommen wollt als Wanderer und hinterlasst es dann am besten auch einfach so. Das ist das Einfachste, was man dazu sagen kann. Ähnlich wie man mit Müll umgehen sollte, den man im Wald produziert. Das, was geht, zum Beispiel mitnehmen. Ja? Und ja, alles andere vergraben, was sich biologisch abbauen lässt. Das verbuddelt man dann einfach. Tja, wenn du noch was zu ergänzen hast zu dem Thema, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Ich kenne zum Beispiel auch Leute, die lehnen auch Klopapier schon strikt ab, weil das so lange braucht, um abzubauen. Da gibt es verschiedenste Arten und Ausrichtungen. Ich
für meinen Teil habe das für mich so entdeckt und mache das jetzt auch schon einige Zeit so und sehe dabei kein großes Problem. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt ihm ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos. Einfach mal durchklicken, wenn dich davon was interessiert. Hier rechts unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du noch nicht getan hast. Da geht es auch weiter mit einem kleinen Button zu meinem Zweit-Gear-Kanal. Einfach mal draufklicken, wenn dich Ausrüstungsvideos interessieren. Ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.